So, meine lieben Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 3. Ja, mittlerweile nach Part 2 spielen wir auch Teil 3. Habe ich ja schon angekündigt. Wir machen ja die ganze Franchise einmal durch. Und heute ist es rausgekommen, endlich. Resident Evil 3. Kurz bevor wir Teil 2 durchgespielt haben. Aber aktuell, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ist der zweite Teil sowieso noch nicht auf YouTube komplett vorhanden. Wir haben ja jetzt erstmal noch die Eclair-Kampagne gestartet. Aber Teil 2 habe ich schon durchgespielt. Ich muss es eigentlich nur noch hochladen. Und ich hoffe, dass es nicht zu laut ist hier gerade. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser. Ich kann es eigentlich nur wiederholen, was ich auch in so ziemlich allen Projekten am Anfang sage. Wenn das Spiel zu laut ist, wenn das Spiel zu leise ist, was auch immer, das wird sich alles im nächsten oder spätestens im übernächsten Part ändern. Und ja, was kann ich eigentlich noch dazu sagen? Wir wollen die komplette Kampagne einmal spielen von Resident Evil, also nicht nur von Teil 3, sondern auch von Teil 2, von Teil 1, von Teil 4, 5, Revelations, ja, und die Teile, die es halt da sonst noch gibt. Und jetzt spielen wir erstmal Teil 3. Nach Teil 2, Teil 3. Wir spielen es natürlich nicht chronologisch, weil ich für euch erstmal die neuesten Teile machen wollte. Also jetzt 2 und dann 3 und dann werden wir wahrscheinlich einspielen. Vielleicht auch 4, mal schauen, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall erstmal Teil 3. So, ohne groß weiter zu labern, würde ich sagen, starten wir einfach ein neues Spiel. Und würde ich sagen, spielen wir auf den Standard-Schwierigkeitsgrad. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Cutscene und beim Rest des Projekts. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. So, und da wären wir schon im Spiel. Wie man schon unschwer in der Cutscene gesehen hat, wird ein gewisser Freund, der uns noch im gesamten Spiel begleiten wird, auf die Stadt losgelassen. Warum und weshalb werden wir natürlich bestimmt noch erfahren in dem Spiel. Ja, und wir befinden uns hier in Jills Apartment. Jill Valentine, bekannt aus dem ersten Teil, ist ja jetzt hier der Protagonist. Und ich gucke gerade, ob hier so kleine Easter Eggs oder so versteckt sein könnten, aber ich sehe jetzt erstmal nichts in der
in Sicht. Raccoon City, genau. Wir befinden uns immer noch in der Stadt, die wir schon aus dem zweiten Teil kennen. Umbrella. Und allem Anschein nach. Machen wir auf eigene Faust weiter. Denn, ich will nicht zu viel spoilern, weil wir werden den ersten Teil ja auch noch spielen. Und im ersten Teil, wie gesagt, hatten wir ja Jill Valentine auch schon als Charakter zur Auswahl. Und ja, am Ende sind wir ja, glaube ich, von dieser Spezialeinheit suspendiert worden. Und ja, jetzt machen wir eigentlich quasi auf eigene Faust weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und schauen, was uns erwartet. Yeah. Genau. Gruselig. Moon's Donuts. Da sind wahrscheinlich so Erinnerungsfotos hier. Ich glaube, allzu viel kann man hier auch nicht machen. Wir können jetzt eigentlich nur in die Tür reingehen. Was ich auch noch sagen wollte zu dem Projekt, es wird absolut blind. Also ich habe mir wirklich absolut fast gar nichts zum Spiel angeguckt, außer halt die Trailer. Also alles, was wir hier erleben werden, das wird absolut blind sein. Also wo Nemesis auftauchen wird, weiß ich nicht. Ist auch besser so. Dann ist der Schockfaktor größer. Und wird auf jeden Fall sehr lustig. Ah jo. Das Wasser läuft, warum auch immer. Pistole im Badezimmer, auch nicht schlecht. Jede Nacht schlimmer. Genau. Was man auch noch dazu sagen muss, ist auch ein... Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Spoiler ist. Eigentlich ist es kein Spoiler, aber aus den Geschehnissen vom ersten Teil haben wir natürlich einige kopfmäßige Probleme. Genannt PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Weil das ist ja nicht gerade schön gewesen. Was man so erlebt, wenn Zombies auf einen rausgelassen werden, auf einen ausgelassen werden. Und deswegen hatten wir jetzt gerade eine mehr oder weniger schöne Erfahrung mit einem Albtraum gehabt. Licht. Es werde Licht. Genau, jetzt befinden wir uns wahrscheinlich im richtigen Apartment. Also im eigentlichen. In der Realität, so. Noch 3 Tage, dann kann mich diese Stadt mal. Warum? Wieso nicht jetzt? Wahrscheinlich herrscht Quarantäne oder so, denke ich mal. Also, dass die Polizei wahrscheinlich uns da einen Strich durch die Rechnung machen wird, wenn wir abhauen wollen. Und die Quarantäne dann aufgehoben wird. Ich denke mal, hier können wir uns noch ein bisschen was aus dem ersten Teil anhören. Jills Bericht. 26. September 1998. Genau, also das Spiel ist, glaube ich, auch kurz vor dem zweiten Teil angesiedelt. Also
chronologisch betrachtet. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person, durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Also durch die Luft, wahrscheinlich durch Sporen. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Außer halt, dass sie eine Belastungsstörung hat durch die Geschehnisse, die wir auch noch erleben werden im ersten Teil. Wahrscheinlich nach diesem Projekt. Immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Genau, also es ist unsicher, weil wir sind ja quasi... Ich weiß gar nicht, ob wir infiziert sind oder nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch noch herausfinden. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt nicht, ob die Inkubationszeit lang ist. Ob wir uns möglicherweise nur langsam infizieren, beziehungsweise dass wir uns langsam zum Zombie verwandeln. Man weiß es nicht. Werden wir noch herausfinden. Umbrella. Notizen zu Ermittlungen. Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkt die Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. Also zum Beispiel der Tyrant Mr. X, den wir schon im zweiten Teil gesehen haben. T-Virus-Ausbruch in Arclay-Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Willen-Zwischenfall statt. Also vor den Geschehnissen aus dem ersten Teil. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren. Kontrollieren praktisch die Stadt. Okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Nö. Ich möchte auch so viel wie möglich vom Spiel erleben, also so viel wie möglich finden. So viele Pillen. Ja. Das heißt, dass wir auch möglichst alle Berichte lesen, die wir finden können. Zum Beispiel das hier. Brief von einem Kollegen. An Jill Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Also dieser Chief Irons, den wir auch schon aus dem zweiten Teil kannten. Der unsere Sherry entführt hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du dann nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich. Dass ich Zurückhaltung übe. Das ist alles so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Besprichst du mir, dass du auf dich aufpasst? Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers, Stars Alpha Team, für immer und ewig. PS, musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Okay, ich weiß, werden wir gesucht wahrscheinlich? Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Ah, süß. Hat sie anscheinend schon gegessen. Oder die haben es gegessen. Und uns dann den Rest gegeben. Was sehr freundlich ist. Jo, Oh Mann. Interessant. Ich finde es auch interessant, dass man hier wirklich mit vielem interagieren kann.
Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons-Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit den Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Aha, also sind wir quasi eine gesuchte Person. Ich weiß aber nicht, haben wir hier noch irgendwas vorher? Ich glaube aber nicht. Möchte wirklich alles durchsuchen. Haben wir eigentlich eine Karte? Nö, haben wir nicht. Was ist da draußen los? Tja, man kann es halt nicht sehen, ne? Was steht da? 7. August. Keine Ahnung. Kann man kaum lesen. Okay, weiter geht's. Ah, Third Person. 28. September, 20.07 Uhr. Raccoon City. Wer kann das sein? Ja, gute Frage. Good question. Okay, ich komm schon. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Okay, es geht los. Was zur Hölle ist das Ding? Der kommt mir ein bisschen zu früh. Alles brennt. Wunderschön. Alter. Ich weiß noch gar nicht mal, ob ich jetzt in den ganzen Cutscenes
meine Cam ausmachen sollte für die Immersion oder ob ihr die Reaktion sehen wollt. Ich glaube, ich lasse die erstmal an. Das sind ja nur kleine Cutscenes. Alter. So eine Kamera finde ich ja mal krass. Aber ich muss ehrlich sagen, der kommt mir ein bisschen sehr früh. Stadt fliehen. Jill? Hier drüben! Red! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Hey, hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Mal träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Oh mein Gott. Die Tür hinten, los! Brad! Oh, Scheiße! Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Oh, crap. Pistole? Jawohl. Sorry. Ich möchte den nicht bekämpfen. Ich möchte meine Munition sparen. Ist hier noch was? Muss ich hier lang, oder? Fünf Schuss, wow. Oh nein. So, geht's Ihnen gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Du hast einen Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher! Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Kick. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einem der Freaks Handschellen anlegen. Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. So, meine Lieben, aber bevor es weitergeht, beenden wir den Part, weil 24 Minuten reichen erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es dann im zweiten Part weitergeht.